Don Simón. Eine einzigartige und weltweit renommierte Anlage befindet sich in einer privilegierten Gegend von Andalusien auf einem Gelände von 1500 Hektar inmitten von Millionen von Orangenbäumen. Huelva, die einzige Gegend Spaniens, wo es nie friert. Um den besten Saft zu gewinnen, braucht man auch die besten Früchte. Eine exzellente Auswahl an Saftorangen, die bei optimaler Reife geerntet wurden. Vor allem aber müssen die Orangen kurz nach der Ernte gepresst werden. Zudem verfügen wir über Langzeitverträge mit 45.000 Obstbauern. Die Orangenernte ist sehr selektiv. In unserem Bestreben nach ständiger Verbesserung haben wir weltweit unübertroffene Erntemaschinen entwickelt, die nach mehreren Jahren der Forschung nur die Orangen ernten, die sich im idealen Reifungsmoment befinden und am besten für die Auspressung geeignet sind. Dabei bleiben die Orangen am Baum, die noch etwas mehr Sonne benötigen. Spanien ist weltweit die Nummer 1, was die Pflege von Zitruspflanzen anbelangt. In unserer Anlage in Huelva konzentrieren wir uns auf einen fast ökologischen Anbau und setzen uns stark für die Umwelt ein. Wir verwenden ein besonderes Bewässerungssystem, um sicherzustellen, dass nur die Menge an Wasser verwendet wird, die unsere Orangenbäume auch tatsächlich brauchen. Und wir recyceln alle Abwässer, sodass wir sie für die Bewässerung der Plantage wiederverwenden können. Darüber hinaus haben wir innerhalb des Anwesens einen 250 Hektar großen Naturpark angelegt, der ausschließlich der Erhaltung der Trappe dient, einem Vogel, der vom Aussterben bedroht ist. Unsere völlig natürlichen Früchte werden keiner Pestizidbehandlung unterworfen, da Don Simón das einzige Unternehmen ist, das exklusiv Saftorangen anbaut. Im Gegensatz zu anderen Herstellern, die vom Verzehr ausgeschlossenen Früchte verwenden. Die Orangen werden in LKWs zur Anlage gebracht, wo sie durch Transportbänder ins Innere befördert werden. Nach mehreren Waschdurchgängen und Auswahl nach Größe werden sie von mehreren Maschinen einzeln ausgepresst. Der so gewonnene Saft wird schnell abgekühlt, um verpackt oder in großen sterilen Tanks von 4 Millionen Litern Fassungsvermögen bei 4 Grad gelagert zu werden, wodurch alle seine Qualitäten erhalten bleiben. Die Verpackungsanlage ist in der Lage, die Produktion zu verdoppeln. In der PET-Verpackungslinie wurde das derzeitige Sterilisationssystem durch eine Trockenreinigung ersetzt, die erste der Welt, um so drastisch den Energieverbrauch zu reduzieren. Danach beginnen wir die Abfüllung des Safts, die in einer völlig sterilen und kontrollierten Umgebung durchgeführt wird. Für die äußere Gestaltung hat Don Simón eine einzigartige technologische Innovation entwickelt. Ein dehnbares Sleeve, das 50% der Kosten spart. Wir verfügen über mehrere Bricklinien in allen Formaten und sind Pioniere bei einem Großteil von ihnen. Um die notwendige Stabilität zu erreichen, werden die Produkte durch automatisierte Roboter, die die Verpackung und Etikettierung durchführen, gruppiert und palettiert und anschließend von selbstgesteuerten Maschinen an ihren Bestimmungsort transportiert. Diese autonomen Fahrzeuge, die durch ein Lasersystem gesteuert werden, sind vollständig unabhängig, was eine integrale Logistikoptimierung ermöglicht. Die Säfte werden automatisch bis zur Laderampe befördert, wobei die Kühlung während des Prozesses dank der großen Kapazität der Kühlhäuser ständig gewährleistet ist. Dort werden sie in Kühltransporter geladen und sind bereit für die Auslieferung an den Kunden. Das ist unsere Saftanlage in Huelva. Ökologisch, modern, innovativ und weltweit richtungsweisend. Qualität und technologische Entwicklung, die nicht nur diese Anlage, sondern die gesamte Marke Don Simón definieren. Ein internationaler Maßstab dafür, wie es einem Familienunternehmen gelungen ist, Millionen Liter spanischen Saft weltweit zu verkaufen.